Buongiorno und schönen Mittag aus der ewigen Stadt aus Rom. Ich melde mich hier vor dem Hotel, ein Kloster und göttlichen Beistand des Fußballgottes, nämlich darauf hoffen heute beim Eröffnungsspiel um 21 Uhr sowohl die Türkei als auch Italien. Italien hat da vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung, denn 2004 hatte ein gewisser Giovanni Trapattoni immer auch Weihwasser mit dabei als Trainer der Squadra Azzurra. Bekommen hat er dies von seiner Schwester, die ist Nonne. Das gibt es diesmal nicht, aber die Ausgangslage, die ist für Italien wesentlich besser, denn seit 2018 hat man kein Spiel mehr verloren, ist bereits 27 Partien in Folge unbesiegt, hat die letzten Partien auch in der Qualifikation allesamt gewonnen und es spricht eigentlich alles für die Mannschaft von Roberto Mancini. Nichtsdestotrotz will die Türkei hier überraschen. Auch die Türken sind in sehr guter Form. Senol Güneş hat es geschafft, aus seiner Mannschaft eine Einheit zu formen, aber die Türkei hat gerade was Auftaktspiele betrifft seit 1986 noch nie gewinnen können. Wir sind gespannt natürlich auch auf Rom, heute Schauplatz des ersten Spieles. Sehr viel Prominenz wird erwartet, unter anderem auch der italienische Staatspräsident und knapp 16.000 Zuseher werden mit dabei sein. Es werden aber fast nur italienische Fans hier zugegen sein, denn die Corona-Bestimmungen auch für die Türkei, die sind sehr, sehr streng und wir sind natürlich gespannt auf einen spannenden Fußballabend bei OE24 TV. Da sind Sie natürlich live mit dabei.